Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Wir laden mal das Spiel. Wir sind schon bei Tag 2 der Ermittlungen. Das heißt, wir haben noch einen Tag für Ermittlungen und was war das noch? Die Verhandlung und dann wahrscheinlich noch einen Tag. Also noch 4 Parts für diesen Fall und dann muss der Fall gelöst sein. Mal sehen, wie es weitergeht. Natürlich. Also die letzte Verhandlung lief ja nicht so gut. Das haben wir ja nur mit Ach und Krach hingekriegt, noch einen Tag rauszuholen. Aber der Staatsanwalt ist ja fies. Ohaha. Maya, warum ist die jetzt im Gefängnis? Die wurde verhaftet wegen Ruhestörung, wurde sie des Gerichts verwiesen. Hey Nick, schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass Herr Edgehoff den Tag gut überstanden hat. Das ist ein Trost. Hey, warum hast du das überhaupt gemacht? Ich weiß nicht. Ich wusste nur, dass ich irgendwas tun musste. Ich weiß, dass ich nicht die Anwältin bin, die meine Schwester mal war. Du bist gar keine Anwältin. Tut mir leid. Nun, du hast den Prozess gerettet. Benimm dich von nun an einfach, okay? Okay. Erstmal reden wir mit dir alles. Wurdest du schon verhört? Nein, noch nicht. Inspektor Gamshoff war gerade hier. Er sagte, da dies ihr erstes Vergehen ist, werden wir sie nach dem Verhör gehen lassen. Puh. Ach, und er wollte, dass ich die Kaution beschaffe. Du kannst sie doch für mich bezahlen, okay? Hä? Wie viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden dir eine Rechnung schicken oder so. Warum habe ich nur immer fette Geldbündel vor Augen, wenn ich Kaution höre? Vielleicht mit mir Glück gehabt? Leider nicht. Ich kann sie überhaupt nicht erreichen. Ich hab's versucht, echt. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich glaube, ich hätte wohl mein Training nicht unterbrechen dürfen. Klingt so, als hätte sie tatsächlich alles versucht. Ich sollte mal prüfen, ob es hier in der Gegend nicht doch Wasserfälle gibt. Ich frage mich, ob ich meine Schwester jemals wiedersehe. Okay. Bewegen wir uns mal. Oh, wo müssen wir denn hin? Gehen wir nochmal zum Tatort. Das ist eine gute Idee. Wir gehen nochmal zum Tatort. Und schauen, was passiert. Wir laufen weniger Polizisten um als gestern, aber es sind immer noch welche im Park. Ich frage mich, ob Inspektor Gamshoff heute hier ist. Ja, dann gucken wir nochmal. Hab Blair heute noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er ein sündhaft teures Date mit seiner bezaubernden Kianzi. Ja, ich wollte aber zum Tatort, wir sollten ja den Inspektor jetzt suchen. Sieht so aus, als wäre der Bootsverleih heute auch geschlossen. Alter, wo steckt denn der? Falls am Gordonsee. Ach, guck mal. Der Inspektor? Der Junge. Der Prozess heute, ja, was ist damit? Nun, ich wollte eigentlich gute Show sagen, aber das war es ja gar nicht. Obwohl sie Edgehoff gerettet haben dürften. Ich wusste nur nicht, wie ich ihnen dafür danken sollte, verstehen Sie? Danke. Gehen wir mal. Inspektor Gamshoff, haben Sie eine Idee, welche Strategie von Kammermorg verfolgt werden könnte? Sieht so aus, als würde er noch einen Zeugen aufrufen. Noch einen Zeugen? Ach richtig, das hat er ja heute während der Verhandlung erwähnt. Es gab 2 Zeugen. Okay. Ich habe mich gefragt, wer dieser Zeuge sein könnte. Wer ist es denn? Tut mir leid, Junge. Ich würde Ihnen gern helfen, aber ich bin nicht befugt, diese Info preiszugeben. Stimmt ja. Ach ja, richtig. Ich wollte Sie ja noch etwas über Edgehoff fragen. Was denn? Fürchtet er sich vor Erdbeben? Davon habe ich gar nicht gewusst. Der Edgehoff spricht nicht viel über sich selbst, verstehen Sie? Aber eine Sache ist sonnenklar, dass er Verbrechen so sehr hasst, dass er Anwalt geworden ist.
dass er sich vor Erdbeben fürchtet. Hat alles mit diesem Fall angefangen. Dem Fall DL6? Jo, genau mit dem. Vor 15 Jahren. Als er mit seinen eigenen Augen sah, wie sein Vater erschossen wurde. Das tut ihm immer noch sehr weh. Das kann man in seinen Augen sehen. Ich wollte mit ihm über Maya Ferien. Hä? Ist sie noch nicht gegen Kaution entlassen worden? Das ist seltsam. Ich habe denen gesagt, dass sie sie gehen lassen sollen, sobald der Bericht fertig ist. Ach Mann. Ich weiß ja nicht, was heute im Gerichtssaal passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Mit anzusehen, wie sie vom Gerichtsdiener herausgezerrt wurde. Ganz ehrlich, Junge. Da hatte ich Tränen in den Augen. Edgehoff, er war so gerührt, ich habe seine Lippen zittern sehen. Wirklich? Der eiskalte Edgehoff? Er war ihr wirklich dankbar für das, was sie getan hat, wissen Sie? Ich begebe mich jetzt wieder zum Polizeirevier. Ich besorge mir den Bericht über Maya und hole sie so schnell wie möglich daraus. Vielen Dank. Ach, einen Moment noch. Ich habe mich gefragt, wie hoch die Kaution wohl aushält. Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken. Edgehoff hinterlegt den gesamten Betrag. Was? Edgehoff? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Er ist ihr sehr dankbar für das, was sie getan hat. Nun, Junge, vergessen Sie nicht, sie nachher abzuholen, okay? Vielleicht kriege ich Edgehoff dazu, auch die Miete zu zahlen. Das haben wir uns ja schon alles angeguckt. Dann gehen wir mal Maya abholen. Weil ich jetzt nicht wüsste, wo ich jetzt noch machen sollte. Er hat ja gesagt, wir sollen ja die Maya abholen. Hey Nick, endlich bist du da. Sie sind gerade mit dem Papierkram fertig. Ich kann gehen. Endlich frei, hä? Die waren richtig gemein beim Verhör. Die haben so gefragt, okay, was haben sie denn dieses Mal angestellt? Als wäre ich irgendeine Kriminelle. Kannst du dir das vorstellen? Nun, letztlich haben sie sich doch aber gehen lassen, nicht wahr? Ah, das erinnert mich an etwas. Danke für die Kaution. Bedank dich bei Edgeworth. Hä? Er hat die Kaution für dich hinterlegt. Hat gemeint, er wäre dankbar für das, was du getan hast. Das hat Herr Edgehoff getan? Da bin ich ihm aber was schuldig. Wir müssen diesen Fall unbedingt gewinnen, Nick. Als hätte ich nichts anderes zu tun. Was sollten wir deiner Meinung nach als nächstes tun? In Sachen Hinweisen sind wir nicht wirklich stark bestückt. Wir könnten zu dem Park fahren und nach Gordy suchen. War nur ein Spaß. Falls du dort irgendwelche Hinweise sein sollten, ist der Park keine schlechte Idee. Was meinst du? Sollen wir zum Park fahren? Na klar. Noch weitere Vorschläge? Ist dir in letzter Zeit etwas aufgefallen? Weißt du, während ich hier in Haft saß, ist mir tatsächlich etwas aufgefallen. Es ist richtig bequem hier. Es ist warm und es wird gründlich sauber gemacht. Ich meinte, ob dir hinsichtlich des Falls irgendwas aufgefallen ist. Und nicht viel mehr als das. Sie ist wohl noch immer wegen mir enttäuscht. Ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Park. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Heute sind nicht so viele Polizisten, das stimmt's? Sie sind wohl im Revier und am Fall Edgehoff zu arbeiten. Hallo auch. Ach, nicht du schon wieder. Hey, das ist Lotta. Heute haben sie es wirklich geschafft. Was haben wir denn jetzt wieder verbrochen? Nee, ich beklag mich ja nicht. Sehen Sie, ich habe etwas nachgedacht. Ein wenig Selbstreflexion sozusagen. Ich habe erkannt, dass man als Zeugin eine mächtig große Verantwortung trägt. Aber ich bin da einfach hineingegangen und habe darauf losgeschnattert. Lotta? Verstehen Sie, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Was haben Sie vor dem Prozess gehalten? Ehrlich gesagt habe ich es fast nur getan, um sagen zu können, ich war mal Zeugin. Obwohl ich nicht wirklich etwas gesehen habe. Ich habe mir aber selbst irgendwie eingeredet, ich hätte etwas gesehen. Es tut mir leid, ich weiß. Ich habe Ihnen allen einen Haufen Ärger gemacht. Nun, das Gedächtnis ist ein vages, kniffliges, kleines Ding. Ja, das weiß ich jetzt nur zu genau. Wenn ich das nächste Mal bei Zeugin bei einem Mord bin, werde ich gewappnet sein. Richtig. Ich meine, wenn Sie zum ersten Mal Zeugin eines Mordes werden. Ich kann nicht vorlesen. Hast du es aus Gordy gewonnen? Ach ja, nun, ich denke, der Prozess schnürt nur die Flammen des Gordy-Fiebers. Ich werde mal ein Exklusivfoto bekommen und eine kometenhafte Karriere machen. Sehr gut, Lotta. Auf geht's, Mädchen. Ich wünschte, ich könnte auch Enthüllungsfotografin werden. Mach doch erstmal deine Ausbildung zum Medium fertig. Lotta, was meinen Sie mit wiedergutmachen? Nun, wissen Sie,
Ich habe nämlich Informationen für sie und so. Was? Lisa von Karma wollte nicht, dass ich etwas darüber sage. Welche Informationen? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Verstehen Sie? Ich dachte, wir könnten einen kleinen Tausch machen. Tausch? Ich dachte, Sie wollten etwas wieder gut machen. Genau, ich schlage einen kleinen Tausch vor, um es wieder gut zu machen. Was? Informationen gibt's nicht, nicht im Sonderangebot, mein Freund. Hey, ich sehe doch, dass Sie denken, wie einfältig diese Landeier doch sind. Es steht Ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Glauben Sie mir, der Großteil der Landbevölkerung ist viel raffinierter als Sie. Ich bin nur eine Ausnahme, okay? Nun, was sind? Sind wir im Geschäft oder nicht? Was machen wir, Nick? Wir haben keine anderen Spuren, also haben wir keine andere Wahl. Okay, wie viel? Hä? Sind bei Ihnen jetzt sämtliche Schrauben locker? Ich bin vielleicht nicht sehr raffiniert, aber ich beraube doch keine Armen. Hä? Die einzige faire Gegenleistung für Informationen sind Informationen. Hören Sie gut zu. Ich brauche von Ihnen Informationen über Gordy. Was? Gordy? Aber Gordy gibt es. Ich meine, möglicherweise existiert Gordy gar nicht. Dann beschaffen Sie mir einen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Ich werde vom Auto aus aufpassen, okay? Wenn Sie etwas entdecken, kommen Sie zuerst zu mir. Einverstanden? Einverstanden. Okay, bis später dann. Okay, Nick, dann mal auf zur Jagd. Jagd? Du meinst doch wohl nicht ernsthaft. Gordy, aber natürlich. Was ist mit Edgeworth? Wir suchen Gordy doch nur für ihn. Nick, kapierst du das denn nicht? Okay, und wie sucht man ein imaginäres Ungeheuer? Vielleicht können wir einen Experten für Monstermythen auftreiben. Erstmal gehen wir zum Strand. Ey, das ist jetzt aber neu. Das war jetzt aber eben nicht so. Ich überlege gerade, ob ich alle Flaggen erkenne. Nee. Was ist denn das denn? Der Stil ist Samurai, Nick. Hi, Maya. Ja, wie? Was soll ist das denn? Ach, das war die Idee von meinem Mädel Kianze. Sie hat gemeint, wenn du das hier aufstellst, wäre das irgendwie richtig cool. Sie hat mir das zusammen mit dem Spruchband gegeben. Wow. Das ist ja richtig toll, dass sie die für dich gefunden hat. Nun, sie kennt einen Haufen Leute und die Serie ist ja jetzt vorbei, deshalb hat sie umsonst bekommen. Okay. Was hast du da mit deinem Arm? Hey, Nick. Was ist mit Edgeworth passiert? Tja, den ersten Tag vor Gericht haben wir ganz gut überstanden. Ich weiß aber nicht, wie ab jetzt unsere Aussichten stehen. Hey, Larry, hast du was von Edgeworths heimlicher Schwäche gewusst? Er hat Angst vor Erdbeben. Er benimmt sich dann wie ein kleiner Junge. Hä? Das ist komisch. Ich glaube, in der Schule war er noch nicht so drauf. Nicht? Ehrlich? Nun, wir waren ein Jahr lang in derselben Klasse. Er hat dann ziemlich bald die Schule gewechselt. Gewechselt? Genau, als der Fall DL6 passiert ist. Scheint aber nicht so, als wüsste Larry davon. Hey Larry, was ist denn das für ein großes Ding da vorne? Hä? Ach, der große Kerl? Den habe ich schon seit etwa einem Monat, ja. Ist bei den Kids voll angesagt. Warum war er gestern nicht da? Warum schwitzt du so? Hä? Ach ja, richtig. Der Kompressor war kaputt. Der Kompressor? Ja, das kleine Gerät dort bei meinem Hotdog-Bude. Damit blase ich Luft in die Stiersummerei. Er ist vor kurzem kaputt gegangen, deswegen war er in Reparatur. Oh. Und ich hatte gedacht, du hättest ihn selbst aufgeblasen. Nee. Ach, was machen wir denn? Gehen wir mal dahin. Ey, sieh da! Nun, haben Sie etwas über Gordy herausgefunden? Nein, nichts. Nun, dann bloß nicht stehen bleiben. Nachts wird es hier draußen richtig kalt. Es ist wirklich etwas kühl. Ich glaube, ich muss niesen. Wow, nein, bloß nicht. Nicht niesen. Oha. Ah, sehr schön. Ich habe Ihnen doch gesagt, nicht niesen. Die Kamera ist so eingestellt, dass sie auf leisere Geräusche als ein Knall reagiert. Sie würden jetzt sogar bei von Kamas Fingerschnippen auslösen. Oh, das tut mir leid. Ja, tut mir leid. Sagt sie schlecht, aber was ist jetzt mit meinem Film? Nick, erstattet der Dame bitte den Film.
Prozess heute habe ich auf jeden Fall etwas gelernt. Zeugenaussagen sind eine richtig ernsthafte Angelegenheit. Deswegen habe ich mich entschlossen, nicht mehr über diesen Fall zu reden. Hä? Boah, sagten Sie nicht, Sie hätten Informationen zum Fall? Nennen Sie uns wenigstens die. Wie ich schon sagte, die gibt es im Gegensatz für die schmutzigen Details zu Gordy. Was machen Sie, wenn es gar keinen Gordy gibt? Dann höre ich als Enthüllungsfotografin auf. Was? Schließlich habe ich mir bis jetzt erst mit einem Foto einen Namen gemacht. War es gut? Darauf können Sie wetten. Ein UFO. Ein UFO? Jedenfalls, wenn ich dieses Mal keine Karriere für nur das Foto mache, dann war's das. Dann höre ich auf und gehe wieder an die Uni. Hä? Sie sind also wirklich Studenten an der Uni? Nun ja, ich habe nur so eine Art Pause eingelegt. Verstehe. Ah, jetzt machen wir das noch. Ja, okay, du hast eine Pause eigentlich. Ich habe schon begriffen. So. Du nervst mich massiv. Mit dem haben wir auch schon geredet, ne? Gehen wir mal zum Bootsverleih. Hier ist es immer so still. Ich frage mich, ob der Bootsverleih für immer dicht gemacht hat. Tja, nach dem Mond auf dem See und so. Wahrscheinlich machen sie einen Urlaub, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Verstehe. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Mit dir will ich nicht rein, mit dir hab ich schon will. Wo könnte man denn nochmal noch hin? Gehen wir in die Kriminalabteilung? Ich glaube, Edgeworth will mir nicht mit uns reden. Hallo Junge, was ist los? Sie sehen etwas verloren aus. Moment, Sie haben doch wohl nicht schon wieder etwas getan, was Edgeworth schadet. Was meinen Sie mit wir? Egal, nehmen Sie Platz, Junge. Ich bin für Sie da, falls Sie etwas brauchen. Außer Geld, versteht sich. Wie laufen denn die Ermittlungen? Gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben gleich wieder eine Besprechung. Wir sollen über das Motiv von Herr Edgeworth sprechen. Sein Motiv? Sehen Sie, Herr Edgeworths Vater ist im Fall DL6 gestorben und der Typ, der den einzigen Verdächtigen frei bekam, ist jetzt tot. Robert Hammond. Es wird behauptet, Herr Edgeworth hätte ihn deswegen erschossen. Herr Edgeworth spricht nie über seine Vergangenheit. Ich glaube, damit werden sie morgen im Gericht rausrücken, um ihn zuzusetzen. Armer Edgeworth. Ich muss zugeben, es sieht nicht gut für ihn aus, mein Lieber. Sagen Sie, Inspektor Gamso, kennen Sie Gordy? Das Ungeheuer vom Gordsee? Nicht persönlich, nein. Nun, wir suchen nach ihm. Hä? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ah! Sie haben Zeit, um nach Willen Ungeheuern Ausschau zu halten? Dann wird es Ihnen ja nichts ausmachen, ihn für mich zu verhören. Hä? Inspektor Gamso macht mir Angst, Nick. Ich habe Inspektor Gamso von unserer Abmachung mit Lotta erzählt. Nick, versuche es ihm nächstes Mal eher zu sagen. Tut mir leid. Verstehe schon, Junge. Entschuldigen Sie, dass ich Sie angeschrien habe. Nun gut, hier, ich, Inspektor Gamso, werde Ihnen bei der Suche nach Gordy helfen. Hä? Ich werde Ihnen einen unserer neuesten Geheimwaffen für die Beweissuche leihen. Wirklich? Sie können irgendeine nehmen, die Ihnen gefällt. Okay, dann mach her damit. Moment mal, alles zu seiner Zeit. Ich werde sie Ihnen erstmal zeigen. Die sind unsere besten und schlauesten. Darf ich Ihnen unsere Geheimwaffe Nummer 1 vorstellen? Rakete. Rakete? Es ist ein Polizeihund und befindet sich noch in der Ausbildung. Rakete. Rakete hier, braver Junge. Das ist er. Ah, der ist aber süß. Sieh mal, Nick, was für ein niedlicher Hund. Ein niedlicher Hund. Und der soll uns helfen, wie das denn? Als nächstes Geheimwaffe Nummer 2, eine Angel. Hier, das ist meine ganz persönliche Angel. Inspektor Gamso, wir suchen nach einem Ungeheuer. Genau. Wie sollen wir denn ein ausgewachsenes Seeungeheuer mit einer Angel fangen? Das weiß man doch immer erst, wenn man es tatsächlich ausprobiert, Junge. Okay, die nächste ist auch gleich die letzte. Bitte nicht, ich bin doch jetzt schon von unserer Auswahl überwältigt. Geheimwaffe Nummer 3, ein Metalldetektor. Bitteschön.
Inspektor Gamso, wir suchen nach doch nach etwas lebendig. Genau. Wie sollen wir das denn mit dem Metalldetektor finden? Ey, das kann man nicht wissen. Vielleicht ernährt es sich von Cola-Dosen. Und welche soll es sein? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Sie scheinen sich alle perfekt zu eignen. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Aus genau dem entgegengesetzten Grund. Was soll's, es schadet wohl nicht, sich eine von ihnen auszuleihen. Also, Rakete macht einfach keinen Sinn, nach Gordy zu suchen, weil wenn er dann rumbellt und rumschnüffelt und so, das könnte Gordy dann hören und bleibt dann halt im Wasser, weil er denkt, okay, ich komme jetzt nicht raus. Dann natürlich die zweite Option, angeln. Macht's auch nicht besser, weil das soll, Ding soll ja riesig sein. Der verschluckt doch die Angel, davon habe ich nichts. Also nehmen wir die Metalldetektor. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Eine Kugel oder so. Können wir diesen Metalldetektor ausleihen? Na klar, Junge. Ich bin mir ja nicht sicher, was wir damit finden werden. Denken Sie daran, Sie jagen ein Ungeheuer, das ist alles möglich. Okay. Dann. Oh nee, zurück. Dann gehen wir jetzt wieder zum Gordosee. Und dann gehen wir am besten erst zum Bootsverleih. Und suchen da alles ab. Nee, er piepst. Der Metalldetektor hat etwas entdeckt. Zumindest schlägt er laut genug an. Was es auch ist, es muss dort in den Büschen sein. Sieh mal nach, Maya. Warum ich? Nee, sieh mal. Hä? Eine Sauerstoffflasche? Ja, das Ventil sieht zerborsten aus. Ich dachte, es wäre Gordy. Maya, erstens, warum sollte Gordy sich in den Büschen befinden? Und zweitens, warum sollte ein Metalldetektor auf ein Seeungeheuer ansprechen? Hä? Da ist etwas um die Sauerstoffflasche gewickelt. Sieht aus wie ein Schnur mit Fähnchen. Nun, jetzt wo wir sie gefunden haben, können wir sie ja auch mitnehmen. Die ist schwer. Sauerstoffflasche von fraglichen Wert mitgenommen. Das ist alles? Na gut, dann gehen wir zum Strand. Aber der hat auch Fähnchen. Guck mal. Was? Eine Sauerstoffflasche? Was ist damit? Larry, ich wollte dich zu der Sauerstoffflasche etwas fragen. Hast du sie schon mal gesehen? Hä? Ich? Nein, niemals. Der lügt doch. Wer zur Hölle würde denn mitten im Winter zum Tauchen gehen? Seine Augen hat so gezuckt, als ich ihm die Sauerstoffflasche gezeigt habe. Ich denke, ich sollte ihn hier noch ein wenig weiter befragen. Sag mal, ist das deine Sauerstoffflasche? Wozu sollte ich denn so ein Ding besitzen? Siehst du, dass da eine Schnur mit Faden um das Ventil gewickelt ist? Sieht genauso aus wie die Schnur, die um deinen Stil Samurai gewickelt ist. Muss ein Zufall sein. Solche Schnüre gibt es ja heute doch an jeder Ecke. Zum Beispiel in Grundschulen. Und bei Gebrauchswagenhändlern. Wozu sollte ich denn eine Sauerstoffflasche brauchen? Du hast sie benutzt, um den da damit aufzublasen, nicht wahr? Was aufzublasen? Was denn sonst? Diesen großen, bauschigen Stil Samurai. Nun, würdest du mir wohl so eine Frage stellen? Sieht so aus, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay, okay. Nun ja, sieh mal, der Kompressor, den ich sonst immer benutze, war hinüber. Deshalb habe ich es mit der Sauerstoffflasche versucht, nur ein einziges Mal. Und das ist nicht ganz so toll gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Das ist nicht ganz so toll gelaufen. Ja, könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Ach komm, sieh mal, das ist ganz schön peinlich, deswegen möchte ich darüber nicht reden. Sag es uns, sag es uns! Na gut. Was soll's, wie ich schon sagte, der Kompressor war defekt. Also nahm ich die Flasche und versuchte damit, den Samurai aufzublasen. Und dann... Das Ventil wurde aufgesprungen, machte einen unglaublichen Lärm. Und diese Flasche hob ab wie eine Rakete und nahm dabei meinen armen, luftleeren Stil-Samurai mit.
Was? Hinauf auf den Gordonsee? Mir ist jedenfalls ein ganz schöner Schreck in die Glieder gefahren. Sieh mal, so. Ach, jetzt erzählt er das Ganze nochmal. Okay, ich dachte... Ich wünschte, ich hätte das gesehen. Ich auch. Ah, jetzt habe ich doch was für Dings. Der Sauerstoffflasche und der Steelzermarke sind also zusammen davon geflogen. Was ist dann passiert? Nun, all das so etwa am 20. Dezember oder so passiert. Der 20. vor einer Woche also. Nun, soweit ich das erkennen konnte, flog die Flasche in den See. Also bin ich jeden Abend mit einem Boot rausgefahren, um sie zu suchen. Ich meine, schließlich hatte ich den Steelzermarke von Kiansee bekommen. Und wann hast du sie dann gefunden? Erst vorgestern Abend. Sie war weit rausgeflogen. Ich habe volle 4 Tage gebraucht, um sie zu finden. Vorgestern Abend war doch die Mordnacht. Tut mir leid, dass ich dir es nicht erzählt habe, Nick. Ich war tatsächlich in der Nacht des Mordes hier. Aber verstehst du, ich bin vor Mitternacht nach Hause gegangen. Du hast also nicht mitbekommen, was passierte? Nein. Das ist echt schade. Das ist gar nicht so schlecht. Wenigstens haben wir ein Rätsel gelüftet. Ein Rätsel? Vielleicht sollten wir es ihr sagen. Wer ihr? Ach, der Tante hier, Dingsbums oder was? Wie war das nochmal? Kuhwechsel? Nun, Herr Anwalt, ich habe die Info, die Sie so dringend brauchen. Haben Sie denn schon den Gordy-Knüller für ihn? Wir haben ihn. Hä? Gordy? Ach, den haben wir schon gefunden. Was? Ich habe bis jetzt noch kein Ungeheuer gesehen. Was wirklich? Gordy gibt es tatsächlich? Moment, ich brauche einen Beweis. Haben Sie ein Foto gemacht? Ich habe keinen Beweis. Ich habe ihn zwar noch nicht, aber mein Anwalt sagt mir, dass der Beweis dort ist. Hä? Netter Versuch, aber so leicht lasse ich mir nicht. Das wird vor Gericht auch nicht funktionieren, Nick. Ja, Entschuldigung. Na toll, jetzt sind beide sauer auf mich. Den gibt's nicht. Lotta, sowas wie Gordy gibt es einfach nicht. Was? Wie können Sie sich da so sicher sein? Wirklich, Nick? Haben Sie einen Beweis dafür, dass Gordy nicht existiert? Der Beweis dafür, dass Gordy nicht existiert, ist hier. Natürlich habe ich einen Beweis. Kein Anwalt, der seiner Marke würdig ist, würde jemals etwas ohne Beweis behaupten. Hier ist der Beweis, dass Gordy nicht existiert. Nee, Dingsbums. Ja, wie Sauerstoffflasche. Was machen die denn mit der Sauerstoffflasche da? Das ist Gordy. Hä, was? Was willst du denn damit sagen, Nick? Hier ist, in der Nähe ist eine Hotdog-Bude. Dort befindet sich eine riesige, aufblasbare Samurai-Attrappe. Vor ungefähr einer Woche hat ein mit mir befreundeter Idiot versucht, sie aufzublasen. Er hat dazu diese Flasche benutzt und als das Ventil zerbarst, flog sie in den See. Anscheinend gab es ein ziemlich lautes Peng, als sie losflog. Ein Peng. Die Flasche fiel zusammen mit dem immer noch luftleeren Samurai in den See. Zur selben Zeit machte ein Pärchen ein Foto von dem See. Dieses Foto hier. Moment, du behauptest also, dass Gordy eigentlich der Steel-Samurai ist? Na, das ist ja eine tolle Methode, um den Traum eines Mädchens zu zerstören. Tut mir leid, Lotta. Nee, ist schon okay. Sie haben gewonnen. Ich gebe ihm die Info, wie ich ihnen versprochen habe. Arme Lotta. Nun, dann geben Sie uns die Information, die Sie haben. Versprochen ist versprochen, heißt es wohl. Ich habe gehört, wie die Polizisten hier etwas über den morgigen Zeugen sagten. Sie sagten, er sei der Eigentümer des Bootsverleihs. Den Weg hier runter. Bootsverleih? Ist dort denn jemand? Der sieht doch so verlassen aus. Nur so ein alter Chaos, der dort ganz allein lebt. Sie sollten sich das mal ansehen. Danke, Lotta, das werden wir. Lass uns loslegen, Nick. Moment noch. Gibt's noch etwas? Ja, in der Nacht des Mordes. Da hatte meine Kamera 2-mal geklickt, wissen Sie? Moment mal, dann haben Sie also noch ein Foto? Nun,
ja, das ist überhaupt nichts drauf, nur der See. Ich dachte mir, es wäre als Beweis kaum zu brauchen, also habe ich es verstiegen. Und vielleicht ist es nicht sehr hilfreich, aber wir nehmen sie es. Zweites Seefoto zur Gerichtsakte hinzufügen. Tschüss dann, geben Sie auf sich acht. Für mich ist es an der Zeit, zusammenzupacken und zu fahren. Arme Lotte. Das ist alles Larrys Schuld. Die Legende lebt noch weiter, denke ich. Die Legende? Ja, die Legende von Larry, der allen ein Begriff ist, die ihn ein wenig kennen. Ist was faul, war es der Batz. Jemand sollte mal auf den Batz hauen, um ihn flott zu machen. Kann ich mir das mal ganz kurz... Ich sagte. Kann ich mir das Bild angucken? Nee. Schade. Ja, dann gehen wir zum Bootsverleih, würde ich mal sagen. Hey Nick, das ist der Bootsverleih, von dem Lotta erzählt hat. Du hast recht. Scheint niemand hier zu sein. Nun lass uns trotzdem mal nachsehen. Ein kleiner Bootsverleih. Sieht nicht so aus, als wäre jemand hier. Er ist wahrscheinlich geschossen, weil der Mord passiert ist. In dieser Richtung befindet sich noch nur noch mehr Wald. Aber das hatten wir ja schon. Ich glaube nicht, dass es dort brauchbare... Aber kann ich denn jetzt da rein? Ich kann da rein. Ja, lol. Mac, bist du das? Ey, ist das Kies, den du da mitbringst? Wo seid ihr beide gewesen? Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Nick, übernimmst du das? Ich glaube, ich überlasse das diesmal lieber dir, Maya. Mac? Ja? Du hast dich endlich entschieden, nicht wahr? Entschieden? Du führst das Pasta-Restaurant weiter, wenn ich mal nicht mehr da bin. Pasta? Freut mich zu hören, freut mich zu hören. Du erfüllst deinen alten Herrn mit Stolz. Als ihr Kinder ausgezogen werdet, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Wie sollte ich denn das Geschäft am Leben erhalten, ich alter Mann? Polly, die Kinder sind nach Hause gekommen. Hallo, hallo. Nick, was war denn das? Ein Papagei, der auf der Stange dort. Geht? Ja. Ich übergebe diese Seenudel in deine kompetente Hände, mein Junge. Sorry, ich musste gerade niesen. Nick, was ist denn bitte die Seenudel? Aus den vorhandenen Beweisen schließe ich, dass es sein Pasta-Restaurant ist. Welch eine Erleichterung, nicht wahr, Polly? Hallo, hallo. Jupp. Er ist eingeschlafen. Ich glaube, er ist erleichtert. Wir untersuchen das Ganze hier. Sieht aus wie eine Küchenzeile, ziemlich sauber. Komisch, er sieht nicht wie jemand aus, der so viel Wert auf Ordnung legt. Du vergisst nicht, er führt hier ein Pasta-Restaurant. Echt jetzt? Wow, im Grotte gibt es viele verschiedene Fischarten, nicht wahr? Irgendwas ist komisch, Nick. All diese Fische sind Salzwasserfische. Sieh mal, Nick, er hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Das ist eine tolle Idee, das sollten wir im Büro auch machen. Dann könnten wir dort mit unserem Mandanten gemütlich heiße Schokolade trinken. Und dann über Morde plaudern? Ach, du bist eine echte Spaßbremse. Wow, er hat sogar einen Fernseher hier drin. Eigentlich hatte ich auf den Ding so, okay. Wow, was für ein erstaunlicher Papagei. Guten Morgen. Hallo. Er hat mich ignoriert. Wie? Hast du es vergessen, Mac? Du musst doch erst ihren Namen sagen. Ihren Namen? Polly, wie geht es denn so? Hallo, hallo. Siehst du? Toll, der Papagei heißt also Polly. Warum soll ich jetzt... Warum hat man jetzt den Papagei zur Gerichtsakte hinzugefügt? Schade, dass die nur Hallo, Hallo sagen kann. Haha, die alte Polly kann viele Dinge sagen. Du musst nur die geheimen Wörter kennen. Die geheimen Wörter? Polly, Polly, wie heißt du? Polly. Siehst
Maya hat eine neue Freundin. Wie mal ein kleiner Tresor. Hm. Er ist abgeschlossen. Okay. Kann ich jetzt mal mit ihm reden? Hallo. Wachst du mal auf? Mein Passhaus. Jupp, schön, dass die Seenudel weiter besteht, wenn ich nicht mal mehr bin. Mein Vater hat sie eröffnet, weißt du. Ihr zwei seid also schon die dritte Generation. Mac? Ja? Morgen beginnen wir mit den Geheimnissen des Teigwerfens. Teigwerfen? Du auch, Kies. Ja. Du bist der beste Pasta-Bändiger, den es je im Westen gegeben hat. Pasta-Bändiger im Westen? Kommt Pasta nicht aus Italien? Mac! Ja? Du weißt doch, dass die besten Pasta schon immer westlich der Rockies gemacht wurde. Stimmt natürlich, das weiß doch jeder. Nick. Wie lange müssen wir diesen Wir sind ein Familienspiel noch spielen? Dieser alte Mann muss etwas über den Mord wissen. Wir gehen erst, wenn wir wissen, was das ist. Red mal mit mir über Polly. Ach, mein Gedächtnis ist in letzter Zeit schlechter geworden. Deswegen sage ich alles Wichtige meiner Polly dort. Alles Wichtige? Ich frag mich. Polly, wie lautet die Kombination vom Tresor? 1, 2, 2, 8. Jawohl. Hey, Polly, pass bloß auf. Hehe. Siehst du nicht? Man muss nur ein bisschen gewieft sein. Und wie ein Verbrecher denken. Schnell, Nick, schreib die Kombination auf. Hey, verwickel mich nicht in deine Raubzüge. Komm, ich will das mal sehen. Sieh mal, ein kleiner Tresor. Er ist abgeschlossen. Was? Du kannst auch die Kombination jetzt. Das ist ein Bootsverleih, nicht wahr? Was reden Sie denn da? Das hier ist der Pasta-Palast, die Seenudel. Aber jetzt, wo Sie es sagen, in letzter Zeit hat kaum noch jemand Spaghetti bestellt. Die ganzen Kids kommen immer und sagen, hey Alter, gib uns eins deiner Boote. Deswegen habe ich die Boote da draußen liegen. Die Jugend von heute, verstehe die, wer will. Ich bin auch ganz schön verwirrt. Nick, das führt doch zu nichts. Aber dieser alte Mann tritt morgen in den Zeugenstand, nicht wahr? Wir müssen einen Weg finden, wie wir Informationen aus ihm rauskommen. So, mein Freund, jetzt reicht's aber. Ist das eine Anwaltsmarke? Ja, genau. Ich glaube das nicht. Dieser alte Knacker ist die erste Person, die meine Marke erkennt. Ich verstehe, hä? Jupp, jetzt schaue ich sie. Sie sind nicht Keith. Nick, das ist unsere Chance, die Sache klarzustellen. Hm? Mein Herr? Nein, ich bin nicht Keith. Und ich bin auch nicht Mac. Wir untersuchen den Mord, der neulich nachts auf diesem See passiert ist. Bitte helfen Sie uns. Hm? Ein Anwalt. Bitte, mein Herr. Nun gut, ich werde Ihnen helfen. Aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre. Wenn dieser Fall erledigt ist, übernehmen Sie die Seenudel. Echt jetzt? Ah ja. Okay, wir versprechen's. Nick, bist du dir sicher? Hey, alles nur, um diesen Fall zu lösen. Nun, wer würde sich denn schon die Phoenix-Nudeln entgehen lassen? Nun, vielleicht. So ist richtig, mein Junge. Gut für dich, Keith. Moment, habe ich Ihnen eben nicht gesagt. Für dich auch, Mac. Ja. Hehe. Ihr rührt euren alten Vater zu Tränen, wisst ihr? Nun, was war es nochmal, was ihr wissen wolltet? Sag schon, Polly. Hallo, hallo. Er spricht wieder mit dem Vogel. Wie bringen wir ihn dazu, mit uns zu sprechen? Das hier? Er ist eingeschlafen. Dann versuchen wir es den. Jupp, das habe ich gesehen. Sie wissen etwas darüber, Mann, ja? Keith. Ja? Ist schon okay. Sag einfach Papa zu mir. Papa, weißt du etwas darüber? Jupp, vorgestern Nacht draußen auf dem See. Ja? Ich weiß alles darüber. Ich hab's gesehen. Was? Sag es uns, was du gesehen hast.
Nun gut, da ihr jetzt ja den Laden übernimmt und so. Die Uhrzeit habe ich vergessen, aber es war schon dunkel. War wohl schon Nacht, Jupp. Ja, war nach Mitternacht, aber okay. Dann hörte ich dieses Peng, also habe ich rausgeschaut. Dann habe ich noch ein Peng gehört. Ein wenig später kam dieses Boot zurück. Dann ist ein junger Mann an meinem Fenster vorbeigegangen. Er hat mit sich selbst geredet, Jupp. Was hat er gesagt? Jupp, hab ich vergessen. Bis morgen vor Gericht fällt es mir bestimmt wieder ein, versprochen. Wir müssen es aber jetzt schon vorher wissen. Weißt du was? Hä? Der kleine Terry war gerade hier. Terry? Jupp, der Junge von nebenan. Du hast ihm immer zu weinen gebracht, erinnerst du dich? Er hat diesen zerfetzten alten Mantel an. Jetzt hat er einen Schnauzer im Gesicht. Er redet wohl von Inspektor Gans. Er kam zu mir und hat gesagt, ich soll morgen zum Gericht kommen. Wirklich? Ich habe den Eindruck, als würden wir aus diesem Kerl kaum was Brauchbares rauskriegen. Naja, vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, du hast recht. Ach, einen Moment noch. Eine Frage hätte ich noch. Hä? Polly, haben wir etwas vergessen? Vergessen Sie nicht DL6. Hä? Was hat sie da gerade gesagt, Nick? Nochmal, Polly. Vergessen Sie nicht DL6. Was? Der Fall DL6? Hey, mein Herr. Ich meine natürlich Papa. Langsam wird's komisch. Wer ist dieser alte Knacker? Warum weiß dieser Vogel Polly von DL6? Keine Ahnung. Wir müssen herausbekommen, wer dieser alte Mann ist. Oh, was? Er hat die Tür von innen abgesperrt. Wer könnte dieser alte Mann sein? Ich glaube, ich muss noch mehr über den Fall DL6 in Erfahrung bringen. Vielleicht sollte ich Inspektor Gamso danach fragen. Okay, dann gehen wir den da noch fragen. Easy. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Bewegen. Kriminalabteilung. Ja, jung und lange nicht gesehen. Sie sehen nicht so glücklich aus. Was ist denn diesmal los? Nun, eigentlich wollten wir Sie um etwas bitten. Ja. Inspektor Gamso, helfen, bitte helfen Sie uns. Ja? Wir müssen etwas über den Fall DL6 erfahren. Das war alles, das war, als Edwards Vater starb. Ich habe den Eindruck, als hätte das etwas mit diesem aktuellen Fall zu tun. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht viel über DL6. Herr Edward hat uns verboten, die Akte zu lesen. Deshalb kann ich sie Ihnen leider auch nicht zeigen. Was? Allerdings, wenn Sie mich überzeugen können, dass der Fall DL6 mit diesem Fall zu tun hat, nun dann würde ich es in Erwägung ziehen, diese Akte zu öffnen. Kennen Sie den Bootsverleih unten am Gordesee? Ja, der alte Mann, der ihn betreibt, wird morgen als Zeuge vor Gericht aussagen. Hä? Woher? Das sollte eigentlich streng vertraulich sein. Wissen Sie, wer dieser alte Mann ist, Inspektor? Nun ja, eigentlich nicht. Er ist ein komischer Kauz. Ich konnte keine klare Antwort aus ihm rausbekommen. Zunächst dachte ich, er wäre nicht glaubhaft genug, um ihn in Zeugenstand auszusagen. Deswegen haben wir gestern Frau Lotte hart aufgerufen. Aber wer er ist, wissen wir überhaupt nicht. Klingt verdächtig. Okay, der will Beweise präsentieren. Den Vogel. Präsentieren. Tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss, Junge. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das, ein Papagei? Der Papagei von dem alten Mann aus dem Bootsverleih. Der Papagei wusste von diesem Vorfall. Von diesem Vorfall? DL6. Was? Polly, haben wir etwas vergessen? Vergessen Sie DL6 nicht. Hä? Ich bin mir sicher, dass der alte Mann Ihnen das beigebracht hat. Tja, aber woher weiß der alte Mann von dem Fall DL6? Oh Mann, was wäre, wenn der alte Mann in DL6 verwickelt war? Nick, glaubst du, das wäre möglich? Haben Sie verstanden? Klingt so, als würden Sie Informationen zum Fall DL6 benötigen. Da hinten durch befindet sich das Archiv des Reviers. Sie erhalten von mir die Sonderberechtigung, sich dort umzusehen. Klasse, nun weiter so, Inspektor Gamso. Okay, Nick, ab ins Archiv.
Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns mal Edgeworths Vergangenheit ansehen. Okay. Ab ins Archiv. Wow, das ist unglaublich. Staubig hier. Die Akten der letzten 10 Jahre und der Staub der letzten 10 Jahre, denke ich. Lass uns diesen Fall DL6 bloß schnell finden. Vor 15 Jahren waren Edgeworth und ich genau 9 Jahre alt. Wir hatten die 4. Klasse fast abgeschlossen, als er plötzlich versetzt wurde. Wegen DL6? Nee, ich habe herausgefunden, wo die Akte ist. Oh, danke schön. Sag mir nur, was du über den Fall DL6 wissen möchtest. Ich besorge dann die entsprechende Akte. Nun, zunächst muss ich mir einen Überblick über die groben Fakten verschaffen. Nun gut. Zusammenfassung. Ah, hab sie. Da, bitteschön. 28. Dezember 2001. Übermorgen ist genau 15 Jahre her. Also ist der Fall in 2 Tagen abgeschlossen. Der Vorfall ereignete sich im Fahrstuhl des Bezirksgerichts. Was? Ist das dasselbe Bezirksgericht, in dem der Prozess geführt wird? Sieht so aus. An diesem Tag gab es um 14 Uhr ein gewaltiges Erdbeben. Teile des Bezirksgerichts stürzten ein und sämtliche Lichter gingen. Wow, das muss ein mächtiges Erdbeben gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt waren 3 Menschen in diesem Fahrstuhl gefangen. Es dauerte 5 Stunden, bis sie gerettet wurden. 5 Stunden? Das wäre ganz schön gruselig im Dunkeln. Im Fahrstuhl herrschte Sauerstoffmangel und die Überlebenden waren bewusstlos. Die Überlebenden? Einen der 3 im Fahrstuhl war ins Herz geschossen worden. Das war Herr Edgeworths Vater, nicht wahr? Er hat gesagt, sein Vater wäre direkt vor seinen Augen erschossen worden. Also war Miles Edgeworth eine der Personen in diesem Fahrstuhl. Hast du Angaben zum Opfer, Edgeworths Vater? Ja, Augenblick nur. Opfer. Hier, hab's gefunden. Gregory Edgeworth. Gregory finde ich ein sehr schöner Name. 35, Strafverteidiger. Wenn er noch leben würde, wäre er 50. Er hatte an diesem Tag seinen Prozess verloren und war mit Sohn Miles im Fahrstuhl. Miles? Miles Edgeworth natürlich. Er war also mit seinem Vater zusammen im Fahrstuhl. Wegen des Winkels der Kugel und anderen Beweisen kam Selbstmord nicht in Frage. Die Mordwaffe, eine Pistole, wurde im Aufzug gefunden. Die Pistole war 2-mal abgefeuert worden. Habe ich das schon mal gehört? Hä? Klingt ja wie der aktuelle Fall. Was ist denn hier los? Hast du irgendwelche Angaben zu den Verdächtigen da drin? Da wäre ja dann der Typ, für dessen Verhaftung meine Mama gesorgt hat. Augenblick mal. Da ist es. Der Mann, der als Verdächtiger bei DL6 festgenommen wurde, war Jani Jogi. Offensichtlich war er eine Bürokraft im Gericht. Er musste also die 3. Person im Fahrstuhl gewesen sein. Und dann muss er es ja gewesen sein. Doch er wurde freigesprochen, dank seines Verteidigers Robert Hammond. Hammond, das Opfer in unserem Fall. Genau. Der Verdächtige, Herr Jogi, erlitt einen Hirnschaden durch Sauerstoffmangel. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass er in dem Fahrstuhl war. Nachdem er freigesprochen wurde, verschwand er. Wohin hätte Jogi gehen können, frage ich mich. Vielleicht ist er ja viel näher, als wir denken. Ich glaube, ich habe jetzt so einen allgemeinen Überblick, was bei DL6 passiert ist. Und ich glaube, ich weiß, wer der Alte ist. Ich weiß aber noch nicht, welche Auswirkungen er auf Edgeworth hatte. Nick, nehmen wir die ganze Akte mit? Das ist einfach zu viel, die bekommen wir nicht raus. Du hast recht. Wie wäre es, wenn wir einfach nur das mitnehmen, was wir davon brauchen? Gut, mehr werden wir hier wohl nicht mehr finden. Jetzt bleibt nur noch der Prozess morgen. Ich frage mich, wie es Papa mit seiner Aussage vor Gericht ergehen wird. Fortsetzung folgt. Und das heißt für uns, hier geht es im nächsten Part weiter. Natürlich möchten wir abspeichern. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön, auf Wiedersehen und bye bye.